So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Scum-Folge. Ich bin zurück. Früher als gedacht. Und zwar, ich bin jetzt nur noch... Also, wir stehen jetzt hier mittlerweile. Wir fahren jetzt nach Hause in der Folge. Ich kann nur eine Aufnahme machen heute. Ich schaff's noch eine zeitlich. Bei mir ist es zeitlich immer tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Wenn ich irgendwie die Zeit habe und finde, mache ich Aufnahmen. Und gerade habe ich noch gut eine halbe Stunde Zeit. Und deswegen nutzen wir die Gelegenheit und fahren zurück. Wir werden versuchen, durchzufahren. Wir werden auf jeden Fall beim Schießstand anhalten. Den habe ich noch ganz vergessen. Da werden wir auf jeden Fall anhalten. Da haben wir die 4 Handfeuerwaffen das letzte Mal gefunden. Vielleicht finden wir ein Waffen-Repair-Kit oder irgendwas. Waffen-Repair-Kit wäre Deluxe, weil wir sehr viele angeditschte Waffen haben, die ich gerne repariert hätte. Aber die 9000 für ein Repair-Kit zu zahlen ist schlecht. Achso, wir können auch mal gucken. Airdrop natürlich. Und wie Sie sehen, sehen Sie gar keinen. Müsste aber einer runterkommen, während wir fahren eigentlich dann noch. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück mit dem Auto. Zur Basis. Nehmen nur noch das jetzt. Also wir fahren jetzt die ganze Zeit. Wenn ihr skippen wollt, skippt es einfach. Spult nach vorne. Könnt ihr ja machen. Ich kann nicht nach vorne spulen. Ich wäre schon gerne zu Hause. Wir müssen fahren. Alex skillen wir fahren ein bisschen. Mal, wir können mal gucken, wie viel wir fahren skillen. Damit. Baufertigkeit 11%. Tarnung 10%. Aufmerksamkeit. Holla. Scharfschütze 7%. Überlebensfähigkeit 92%. Medizin 2%. Frechheit. Diebstahl 5%, erst Motorradfahren 3%, Fahren 4%, Schleichen 1%. Ach, guck mal, Fahren 4%. Merken wir uns mal, Fahren 4%. Und wir sind schon ganz gut geskillt mittlerweile. So lange spiele ich jetzt auch noch nicht auf dem Server. Aber wir kommen langsam in eine Region, wo es sehr viel Spaß macht, weil wir die Waffen jetzt haben. Hätten wir noch gerne die AK eigentlich ausgerüstet. Mit einem Schalldämpfer, Visier und allem drum und dran. Aber da werden wir nochmal looten gehen müssen. Aber der Vorteil ist jetzt, wenn ich Waffen doppelt habe, also ich will eigentlich, mein Ziel ist es, einer meiner Ziele, die ich habe, bis zum Server Reset, der irgendwann im Januar sein wird, jetzt ist gerade September, ist es, dass ich es schaffe, einmal jede Waffe eigentlich zu besitzen und in der Hütte zu haben. Ob ich mit jeder Waffe dann schießen werde, ist wiederum fraglich, aber dass ich einmal jede Waffe habe. Zusätzlich hätte ich gern einen zweiten Standort irgendwo, also eine zweite Hütte tatsächlich, außerhalb. Wo ein bisschen Zeug liegt. Und Flugzeug steht auf meiner To-Do-List. Ein vernünftiges Auto. Motorrad haben wir bereits eigentlich das Beste tatsächlich sogar gefunden. Und sonst allgemein ein bisschen Spaß haben diesmal. Ich wollte eigentlich... Ich war falsch. Wir müssen links. Ich komme gleich darauf zurück, was ich sagen wollte. Wenn ich den richtigen Weg finde. Das war schlecht. Wir fahren hier lang. Osten. Passt eigentlich. Osten ist hier. Ist das die Straße? Ja, das ist die Straße. Die müssen wir langfahren. So. Was wollte ich? Genau. Wir werden ein bisschen Spaß haben. Also wir werden diesmal auf jeden Fall die Sniperwaffen ein bisschen besser ausprobieren. Einfach auch... Wir werden mal auf eine Mech schießen, wenn ich genug Munition habe. Das ist wiederum eine Frage, wie die Preise der Munition sind. 500 Schuss in den Mech reinzubübeln ist teuer. Das sind irgendwie, das sind 10.000, die da in mich reinballern, dass der deaktiviert wird. Er stirbt ja nicht mal. Ich hoffe, das ändern sie noch. Das ist einer meiner Punkte, die ich tatsächlich hätte. Die müssen irgendwas mit den Mechs machen. Von mir aus, wenn du mit einem Granatwerfer draufschießt, nach zweimal, dass die sich deaktivieren oder sowas, weiß ich tatsächlich nicht. Gerne mal in die Kommentare setzen, wenn ihr wisst, wie viele Schuss man mit einem Granatwerfer braucht, bis sie sich deaktivieren. Cool wäre auch, wenn sie sich nicht deaktivieren, sondern tot sind. Und das für eine Stunde oder so, dass man tatsächlich sagt, okay, Mech ist für eine Stunde halt tot. Das wäre cool. Gibt noch ein paar andere kleine Punkte, die ich ganz cool finden würde, wenn sie es ändern. Aber das Geilste ist, wir haben uns vor 3 oder 4 Folgen darüber unterhalten, dass ich gerne ein bisschen in den Livestreams, dass ich gerne ein bisschen mehr Tiefe hätte in der Charaktererstellung, dass man die Augenfarbe ändern kann, was weiß ich, Kinn, Nase, einfach so wie man es aus Roleplay-Games kennt, dass man den Charakter ändern kann. Immer geradeaus. Und tatsächlich hat der Entwickler jetzt ein Bild veröffentlicht, wo genau das jetzt demnächst reinkommt. Mit den neuen weiblichen Charaktermodellen wird es dann kommen, dass man seinen Charakter individualisieren kann. Und sehr, sehr cool, gerade darüber gesprochen. Jetzt ist es dann schon bald im Game drin. Noch ist es nicht da, aber ich schätze mal, bald ist es drin. Mit der Version, wir spielen momentan die Version 0.7. Mit der Version 0.8 wird es dann auch so sein, dass wir mit Version 0.8 dann Farming bekommen. Wir können dann Dinge anbauen. Dazu gibt es ein 20-seitiges Dokument, das habe ich mir tatsächlich mal durchgelesen. Mega cool, kann ich euch empfehlen, Scum World mal nachzugucken, da findet ihr das, wie das Farming funktioniert, also das, oder das Anbauen von Pflanzen. Sehr, sehr cool,
Es ist nämlich tatsächlich auch da wieder sehr realitätsnah, was ich mega cool an dem Spiel halt auch finde. Du pflanzt einen Samen aus, der dauert 3 Tage ungefähr, bis der, also 3 Ingame-Tage komplette, bis der zu einer Pflanze gewachsen ist. Und danach kannst du allerdings 3 reale Wochen, wenn ich das jetzt richtig habe, kann sein, dass ich mich ein bisschen irre in den Zahlen, 3 Wochen tatsächlich ernten. Also einfach durchsuchen. Er hat nicht jedes Mal Früchte, aber die Chance steigt auch, dass der Früchte hat mit gewissen Dingen. Und das ist halt cool. Dann kannst du 3 Wochen davon ernten, wenn du das Ding einmal hochgezogen hast. Wir tanken hier. Hier ist gar keiner. Das ist die unbesuchteste Tankstelle ever. D3. Wo ist denn D3? Ist doch hier, oder? Ja, hier. Da wäre ich zu, hier wäre ich sogar noch hingefahren. Da oben nicht. D3. Na, danke. So. Das Geile ist, auch hier, Autofahren und so weiter, das Tank ist unglaublich laut. Alles andere ist ein bisschen leise im Spiel. Tank ist unglaublich laut. Da müssen wir noch ein bisschen am Sound fixen. So, dann können wir hier aber schnell noch tanken. Wir gucken auf jeden Fall da unten rein. Haben wir jetzt nur das Katana und die Handfeuerwaffe noch im Inventar? Ja. Aber wenn hier gerade kein Sprengzombie ist, machen uns die Taschen auf jeden Fall auf, nochmal voll. Oh, wir haben immer noch keine Hose. Es ist gepixelt. Ist nur einer, oder? Ja. Eine Zwiebel. Oh, guck mal, hier hat sich schon gelohnt. Zwiebel, Geschmack prüfen, leicht verdorben. Nee. Nee. Ich habe aber irgendwo noch einen. Nochmal eine Waffe auf dem Boden. AWM. Kann, glaube ich, ja auch liegen. Hier auf dem Boden kann das... Oh, cool, Feuerwerk. Kann hier liegen. Hätte, könnte, sollte. Ja, das war's leider schon. Eher Mau der Loot. Boah, das Katana ist geil. So, wir haben keinen Hitzschlag mehr. Wir können uns auch mal wieder anziehen. Inventar öffnen. Mal ein Schlüppi zumindest. Wäre ganz nett. Arbeitshose auch an. So, Helm lassen wir mal aus. Gehörschutz kann eigentlich auch erstmal wieder weg. Aber das ist tatsächlich ganz... Da könntest du noch ein bisschen was ändern von mir aus. Dass du... Hä? Gar kein Zombie da? Gar kein Zombie da. Los an. Handy Bob. Cool. Gar kein Zombie da. Gut. Aber da könntest du noch mal ein bisschen was ändern. Jetzt hat den Faden ganz verloren. Ja, super. Gut, so kennt man mich. Leicht zerstreut, der gute Mann. Kein Zombie da, schon ist er komplett außer Fassung gebracht. Was wollte ich denn sagen? Oh, Heck 09. Hat sich schon gelohnt. Guck mal einer. Wird aber wahrscheinlich eh verkauft. Aber nochmal eine Handfeuerwaffe. Also in den Tankstellen findest du halt auch gerne mal Waffen tatsächlich. So ein typisches Ami-Ding. Ich habe tatsächlich komplett den Faden verloren, was ich wollte. Irgendwas mit Klamotten? Wollte ich nicht irgendwas mit Klamotten? Achso, ich wollte testen, ob man hier das Inventar beladen kann. Das geht, cool. Absinth und Dings haben wir gekriegt, immerhin. Ausflug war lohnenswert. Keine Ahnung mehr. Wenn ich wieder drauf komme, was ich wollte, dann lasse ich es euch wissen. Weiß gar nicht, ob auf dem Dach was liegen kann. Von dem Ding. So, wir fahren jetzt hier die Straße entlang. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen wegen den Kurven. Unser Auto ist eh schon im Arsch. Aber ein Car Repair kostet auch 2.300. Es ist alles unglaublich teuer in dem Spiel. Wir hätten zwar auch wirklich krass viel Kohle gemacht, hätten wir alles verkauft. Mit den 2x Bunker looten, aber... Da ich 90% anscheinend jetzt behalten habe... Ich habe eigentlich fast alles behalten, was wir in dem Bunker gefunden haben. Aber der Vorteil ist, wenn wir einmal alles zu Hause liegen haben, dann würde ich den Rest halt verkaufen. Wir müssen... Wo müssen wir lang? Da lang, oder? Ja, da lang. Ja, da lang, immer geradeaus. Und dann halten wir jetzt nochmal beim Schießstand an. Da werden wahrscheinlich auch wieder Sprengzombies sein, aber wir haben ja noch die Hunter und alles. Haben jetzt immer nochmal 40 Schuss für die Hunter gekauft. Ich glaube 20 Schuss pro Magazinpack, 40 Schuss. Das reicht für eine gewisse Zeit erstmal wieder. Ist das richtig noch? Ja, oder? Das Fahrrad steht hier. Ah, wir können mal gucken, ob das Fahrrad noch im Bus steht. Ist erst 2 Tage her eigentlich. Könnte es noch da stehen. Ich glaube, da vorne in dem Busch.
Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Hunter. Die 45er ist extrem teuer. 7 von 7. 45er Munition ist echt teuer. 7,6239. Ah ne, das ist AK-Kaliber. 3 Schuss haben wir. Guck mal, da haben wir auch noch 2-3 Schuss drin. Ah, natürlich die mit Helm. So, wir müssen kurz warten. Hä? Sind noch 100 Meter, oder? 108? 110 Meter? Okay, 136. Ach komm, scheiß drauf. Es ist kein Sprengzombie dabei. Mal da hochlinsen. Es ist kein Sprengzombie dabei. Aber wobei es sind 3. Ah, ich glaube nicht, dass wir die mit dem Katana wegmachen. Aber die können sich zumindest mal ein bisschen alles dahinstellen, Kollegen. Natürlich in einem Baum. Was auch sonst. Jetzt hat er sich geduckt. Das ist dein scheiß Ernst. So, was ist mit den 3 Pappkameraden, die sich super in den Kreis stellen? Ah. War ja klar. Die Scheiße ist, das war jetzt... Ja, eigentlich haben wir einen getötet gerade mal. Einen. Ich hoffe, da liegt Munition rum. Komm, Magazin rein. Achso. Moment. So. So. Der war scheiße. Ganz knicken. Mit den Helmen und der... Mit der M82... Wäre es kein Thema. Wir müssen sie so rausziehen. Das ist risky tatsächlich, was ich hier treibe. Wir haben nur 7 Schuss, aber wir haben auch noch das Katana auf der 1 liegen. Aber ich habe zumindest keinen Sprengzombie, anscheinend. Boah, das ist geil. Dann macht er richtig Laune. Das ist besser wie die... Gut, das Kaliber ist auch größer. Es ist halt eine Frechheit, dass die 3 einen Helm aufhaben müssen, natürlich. Du kannst mit der Hand wunderbar Zombies töten, solange sie keinen Helm aufhaben. Wenn sie einen Helm aufhaben, ist scheiße. Dann musst du ins Gesicht schießen. Das Coole ist aber, ihr habt es ja gesehen. A, stellen sie sich in den Kreis zusammen mit dem Gesicht zueinander, dass du nur ihren Hinterkopf siehst und der Hinterkopf ist vom Helm bedeckt. Mega toll. Aber holla, die Waldfee mit dem neuen, mit dem Zielen, das ist ja mega cool mit dem Visier. Das Visier war auf jeden Fall das Geld wert. Jagdzielfernrohr. Immerhin. Ein Hütchen. Sind normale Zombies, oder? Wenn wir die töten müssen? Wahrscheinlich. Du Sprengzombie? Hörst lachen? Du bist ein Sprengzombie. Haben wir noch einen Schuss? 0 von 10.
Schneller. Schneller. Wenn er mich sieht und auf mich zugerannt kommt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er unter mir steht. Handermunition ist eigentlich noch die billigste. Kommt ihr hier vor die Treppe? Habt ihr mal den Sprenggürtel gesehen, den er trägt? Ich glaube, wir haben nur das Problem, dass... Wenn nicht durch die Lücke kannst du nicht durchschießen, würde mich wundern. Wir haben nur das Problem, dass sie sich jetzt irgendwie unter mich festbacken werden wahrscheinlich, oder? Ja, nennen wir es mal ungünstig. Aber wir haben immerhin schon ein Hunter-Zielfernrohr wieder gefunden. Ein Jagd-Zielfernrohr. Kannst auf die Hunter halt draufpacken. Fünf von sieben. Eigentlich wollte ich hier ganz schnell durchlooten. Oh. Stellen uns gleich noch eine Knochennadel her. Die normalen Nadeln würde ich behalten, weil ich mir damit eine Schlosssicherung bauen kann. Oh, auch nett. Aber jetzt haben wir den Schießstand geklärt. Da laufen wir drüber. Schlecht. Wir haben mit etwas Kürzerem gerechnet. Habe mit etwas Kürzerem gerechnet. Kommt ihr rein irgendwie? Nö. Geht, jetzt schleppen wir so mit. Den tötet man mit dem Katana. Das ist, es ist, du musst viel mit dem Schwert eigentlich machen. Da steht schon mal wieder Schrotmuni. Oh. Lohnt sich doch. Gut, die Wegfindung. Ja, er muss schon ein ganzes Stück laufen. Muss man ihm zugute halten. Aber hier findest du auch immer Waffen tatsächlich. Also ist schon nicht schlecht hier. Hier rum, an der Schuhe. Schießstand, ja, ist halt auch Sprengzombie da. Also schon gute, auch die Militärzombies natürlich. Gute Zombie-Population, was du hier am Start hast. Gehen kurz ins Auto. Steht da gleich ums Eck. Gehen aber noch nach oben gleich. Da rein. Aber wir brauchen Platz. Auch alles im Arsch leider. Dass die Waffen aber hier, die hier draußen liegen, immer so dermaßen im Arsch sind, wundert mich auch. 53 Ruhmpunkte mittlerweile, ja, oder? So, Freunde. Das hier rein, das hier rein, das hier rein. Das hier, das. Eine Knochennadel wollte ich mir noch basteln. Oh, ein bisschen Munitionsdinger haben wir auch. Ah, da war es Antibiotika. Die Nadel würde ich gerne behalten wollen. Wie gesagt, daraus kann man sich dann dieses Ding bauen. Bisschen heiß ist uns schon wieder. Daraus kann man sich dann diese elektrische Falle bauen am Ende für sein Tor beispielsweise. Würde ich. Ich weiß gar nicht, ins Auto kannst du, glaube ich, gar nicht reinbasteln. Ah, da hinten, okay. Da oben links steht der Wolf. Mit ihm.
Wollte gerade sagen, meistens sind es zwei. Aber die rennen auch weg, wenn du auf die schießt. Wo ist er denn? Da ist er. Die rennen dann auch weg. Aber die greifen dich auch an. Man muss schon aufpassen. Angehört, wie wenn da noch einer wäre. Ich sag's wie. Oh. AK-Magazin. C1-Blutung. Nicht, dass wir jetzt an einem Hund draufgehen oder sowas. An einem Wolf. Ich kenn mich, irgendwas sowas Bescheuertes könnte mir nämlich passieren. Okay, keine Waffen da. Na, im Gegensatz zum letzten Mal, bisschen wenig. Moin, noch ein Hut. Okay, wir fahren. Ja, eigentlich immer die Straße entlang. Das ist ein bisschen doof, ich weiß nicht. Also sie heilt trotzdem, obwohl wir gerade rennen. Ah ne, sie wird wieder schlimmer. Gut, logisch. Gut. Dann haben wir nochmal eine Handfeuerwaffe, glaube ich. Das Zielfernrohr. Eine Handfeuerwaffe, das Zielfernrohr. Die Schrotflinte. Bisschen Munition. Paar Hüte. Magazin. Ah. Ganz ehrlich, für den Schießstand. Passt schon. Dafür ist doch ganz okay, glaube ich. So, wir können. Theoretisch könnten wir abkürzen. Nicht nur theoretisch, wir kürzen ab. Da steht ein Zombie. Moin. Aber tanken müssen wir nicht. Also bei der Tanke können wir einfach vorbeidüsen. Wo da wahrscheinlich auch wieder die Zombies rumstehen. Was haben wir? Wir haben Hunger schon wieder. Du hast sogar einen ganzen Kürbis gegessen, bevor wir los sind. Frage, fahren wir durch den Wald oder fahren wir nicht durch den Wald? Wir fahren nicht durch den Wald, wir fahren die Straße entlang. Und danach gucken wir mal, was der Fahrskill macht. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich habe vor allem noch ein bisschen Zeit. Und wir werden jetzt allerdings nicht nur Bunker looten. Also wenn jetzt der eine oder andere denkt, gut, wir haben noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was auf meiner To-Do-Liste stehen, was ich sowieso noch machen möchte. Aber wir werden jetzt auch nicht nur Bunker noch die ganze Zeit looten. Wir werden logischerweise auch ganz normal weiter looten in Städten und so weiter, weil da natürlich auch geiles Zeug sein kann. Die Militärbunker lohnt sich zwar am meisten wegen dem militärischen Loot, weil militärischer Loot lohnt sich halt. Aber auch die normalen Häuser haben durchaus mal was Reizvolles. Gerade eben Masten und so weiter, die halt dann doch auch richtig Kohle bringen. Und das Problem an dem militärischen Loot ist, wir behalten es halt immer. Ich kann mich halt nicht trennen. Das ist das Problem. Aber das ist bei Soul Games, eigentlich darfst du dich von gar nichts trennen. Aber ein bisschen Kohle brauchen wir auch. Ich hätte mir gerne die M16, würde ich mir gerne kaufen mal. Und damit ein bisschen rumballern. Das wäre so auch so ein Ziel. Mal gucken. Kein Zombie da, oder was? Da ist einer. Ein Sprengzombie, da ist unsere Hütte. Sie steht noch. So. Moin. Einmal rein in die gute Stube. So, Motorrad steht auch noch da. Alles tut hier. So. Einmal anhalten. Herzlichen Dank. Home sweet home, sage ich nur. Und da muss ich natürlich wie zu Hause auch noch ein bisschen was umbauen oder ausbauen. Aber zu. Aber jetzt können wir dann erstmal Waffen. Ja gut, machen wir erstmal. Laden wir erstmal das Zeug aus. Home sweet home. Hallöchen.
Reparaturkits bräuchten wir auch wieder. So, wir brauchen... Die Hunter kann erstmal weg. Platzieren. Dann kann... Kann das Katana hier rein? Nee. Schade. Wäre cool gewesen, wenn das da reingehen würde. Geht nur nicht. Gut. Dann haben wir... Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal Kleidung sortieren. Hüte und so weiter muss ich auf jeden Fall mal sortieren. Baumaterial. Wo ist Baumaterial? Hier ist Baumaterial. 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 Bau. 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 Munition. Glaube ich, sortiere gleich noch mit euch. Dann seht ihr auch mal meinen Bestand, den ich habe. Wobei ihr eigentlich den Bestand kennt. Medizin. Bisschen was haben wir. Das hier. Hatten wir nicht eine Flasche Absinth? Ja, ich ins Auto gelegt. Ja, holla. So, Munition. Schrot haben wir ein bisschen was. Bisschen viel sogar noch. Dann haben wir 792er. Hier sind 9mm. 30,06er. 45er, 22er. Ach, guck mal, wir haben sogar noch eine ganze Schachtel 22er. 792. 39. Da wird es halt jetzt schon schwierig, mit den ganzen Kalibern die auseinanderzuhalten. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Pfeile können wir auf jeden Fall mal ganz nach unten bolzen auch. Dann haben wir hier nochmal Schrott. Schrotmuni. Was haben wir hier? Kaliber 22. Ich würde vielleicht tatsächlich jetzt mal alles kurz aussortieren einfach. 30,06er. Hatten wir jetzt nicht schon 30,06er irgendwo? 308er. Ne, 30,06er hatten wir noch nicht. Das Magazin. Da haben wir 9mm. Würde auch mit denen schießen, wenn die völlig im Arsch sind. 45er. 50er. Das hier sind 50er. Dann können wir fast mal schießen damit. 306er. 306er. 308er. 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 Was haben wir hier? 556. Das ist, glaube ich, AK-Kaliber 556, oder? Damit müssen wir nochmal befassen, auf jeden Fall. Magazine. Ach, guck mal, OKP haben wir noch. Ein holographisches haben wir tatsächlich. Ja, holla. So, das hier, Diegel-Magazin. Die Visiere kommen auf jeden Fall mal nach unten. Taschenlampen kommen ganz nach unten. Das kommt eher zu Waffen, würde ich das einsortieren wollen, die Macheten. Taschenlampe. Dann hier hin. AKS. U-Magazin haben wir noch keins. Wir haben Hunger. Aber eigentlich kein Problem. So, Inventar öffnen. Gut. MAE-Pakete raus. Das hier raus. Das hier raus. Klamotten. Absinth raus. Klamotten raus. Helm. Weiß ich gar nicht, ob wir den spielen werden. Kommt auch erstmal raus. Das kommt raus. Das, 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 das. Das. Ah, zwei. Oh, wir haben sogar Nadeln. Das ist reicht. Cool. Klamotten, Klamotten, Klamotten. Hüte können wir auf jeden Fall nochmal verkaufen. Das sind auch eher zu Klamotten. Visiere. Magazine. Schalldämpfer. Brauchen auf jeden Fall mehr Reparaturkits. Ich glaube, ich werde mir mal ein Stack Reparaturkits herstellen. Also die selbstgebauten Reparaturkits. Damit kannst du ja auch reparieren. Lass mir mal die Magazine und alles repariert bekommen. Hier können wir schon mal Kleidung, Kleidung, Kleidung. Das ist auch alles Kleidung. Das hier rein, das schmeißen wir dazu. Der hier, die Brille. So, dann haben wir Essen. Baumaterial, Essen, Trinken. Essen, Trinken, Essen, Trinken, Essen, Trinken. Essen, Trinken. MAE-Paket. Würde ich mir ja tatsächlich eher aufheben wollen ein bisschen. Wir haben noch anderes Zeug, was wir uns erstmal reinziehen können, wie so eine Zitrone beispielsweise. So ein Schluck Milch. Irgendwas, was halt kurz vorm Verderben ist, 59, davon können wir mal eins essen. Das schmeckt irgendwie, ja, das schmeckt schon irgendwie komisch, aber von einem sollte uns jetzt nicht schlecht werden. Dann das hier rein, das hier rein, das hier rein. Feuerzeug kommt auch mal zu essen und trinken, weil wir es brauchen, um Feuer anzumachen. Medizin ist Absinth.
Bandage kann hier rein. Die werden wir eh noch umbauen. Dann haben wir nochmal Kleidung. 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 Das hier ist Essen. Und so sortiere ich halt mein Zeug. Also Essen wird jetzt nicht großartig sortiert. Das nehme ich mal einfach raus, was mir gerade in den Sinn kommt. Papier brauchen wir nicht. Magazine. Können wir gleich nochmal gucken. VHS-Magazin. Haben wir, glaube ich, sogar zwei jetzt. Das große kann mal hier hin. Da haben wir noch ein Visier. Sprengstoff können wir hier mit rein. Wobei, das kommt eher zur Munition. Schalldämpfer kann auch hier rein. Ja, und so sortieren wir dann dementsprechend. Ich will jetzt aber an der Stelle erstmal raus. Ich würde offline, glaube ich, ein bisschen sortieren noch. Damit wir hier fertig werden mit dem Ganzen. Die Waffen klar dann noch rausschmeißen. Nadel, Nadel. Müssen wir auch mal gucken, wo wir die hinpacken. Und würde jetzt dann offline noch ein bisschen was sortieren. Dann sind wir nämlich soweit durch. Waffen-Repair-Kits. Müssen wir mal gucken, ob wir uns eine Waffe tatsächlich reparieren oder ob wir es erstmal lassen. Haben wir ein bisschen was an Waffen. Ein bisschen was an Magazin jetzt auch. Und ja, gucken wir einfach mal, was dann dementsprechend da so rauskommt demnächst. Bin ja auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Scum. Und ja, ich sortiere dann noch ein bisschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge.